Serie überhaupt am Strand? Läuft, Mann, läuft! Hallo zusammen, wir sind beim Watson Hood Interview. Ich bin Joana Heidrich. Und mit Anouk Verge-Depre. Und wir haben Bronze bei Olympia geholt. Jetzt ziehe jetzt die erste Frage von dir. Gehst du in der Ferien überhaupt am Strand? Oder erinnert dich das zu fest an Arbeiten wegen dem Sand? Ah, nein. Ich finde es mehr etwas sehr Entspannendes und dementsprechend gehe ich sehr gerne in die Ferien an den Strand. Aber was mir nie also die Idee nie kommen, go Beachvolleyball spielen. Das würde ich glaube nie machen in meinen Ferien, so einen Ball anzulangen. Oder wer kann mehr Champagner trinken? Hey, hallo! Warum wir diese Situation haben wir doch erst mal letzte gehabt. Stimmt. Ich würde sagen, ich kann mehr Champagner trinken. Wobei wir müssen sagen, dass wir beide jetzt nicht mega Champagner-Fan sind, sondern lieber ein Glas Wein trinken. Nervt es dich, wenn du beim Volleyball knappe Outfits musst tragen? Nein, eigentlich nicht. Wir sind uns wie nichts anderes gewöhnt. Ich fühle mich wohl in dem. Außerdem ist heutzutage alles frei. Also man darf auch in längeren Sachen spielen. Was nervt dich am meisten an mir? Jetzt bin ich gespannt. ja, ich glaube, manchmal bist du gerade so ehrgeizig wie ich und nervst dich extrem an Spielen, was ich mir vielleicht mal wünsche, dass du es so locker nimmst. Aber das bin ich ja selber auch, von dem her. Ja. Kann ich verstehen. Ich würde mir manchmal auch mehr Lockerheit wünschen. Nach einem Spiel, wo hast du am meisten Sand? Ich versuche eigentlich meistens, mich nach dem Spiel möglichst gut zu entsanden. Trotzdem kommt es immer noch in meine Wohnung. Und meistens ist es halt dann einfach in der Dusche halt doch noch. Und das merkt man irgendwann, wenn es so ein bisschen verstopft oder nicht mehr so gut abläuft. Du erstellst ein Tinder-Profil. Wie tust du dich selber beschreiben? Wie ich mich beschreiben würde, wenn ich ein Tinder-Profil erstellen würde, das ich nie mache. als sehr ehrgeizig. Ja, aber würdest du das auf Tinder schreiben? Ja, wir müssen wissen, mit was das zu tun hat. Okay. Was ist das Peinlichste, was dir im Leben passiert ist? Während einem Match ist der Ball übergekommen und ich war sehr überzeugt, dass der die Antenne berührt hat. Und dann habe ich den Ball einfach gefangen und dann haben mich die Isa und die zwei Gegnerinnen inklusive der Schiedsrichter angeschaut und das volle Stadion. Was ich genau da mache, weil der Ball hat die Antenne nicht berührt. Das hat mehr einen Punkt gegeben für den Gegner. Also zu deiner Ehre wird das Denkmal erstellt. Welche Pose nimmst du ein? Das finde ich sehr gut. Sehr gut. Ja, keine Ahnung, aber wahrscheinlich in dieser Richtung. Mit dem Ball wärst du wirklich noch. Ja, ja. Den Ball hätte ich da und dann wirklich ernst. Wie gut kannst du kochen und was ist deine Spezialität? Wie gut, müssen wir eher die anderen Fragen genommen. Aber ich koche gerne und viel. In Corona-Zeiten würde ich sagen, ist Bananenbrot meine Spezialität gewesen. Das habe ich sehr viel gemacht. Was ist dein Lieblingsfilm? Ich habe nicht explizit einen Lieblingsfilm. Ich bin momentan eher auf Serien. Und ich finde einfach Blacklist finde ich den Wahnsinn. Ich schaue es super gerne und jetzt sind weitere Folgen rausgekommen. Ich bin nicht noch mal fertig. Ich habe also immer noch vor mir. So schön. Was ist dein Cheat Meal? Klarer Fall, Petit Beurre. Kann ich nur bestellen. Ja.